in diesem Chemikalienlager etwas gründlich schiefgegangen. Jetzt ist dieser Ort mit Giftstoffen verseucht und die Infizierten, die hier herumkriechen, haben bizarre Formen angenommen. Äußerst gefährliche Formen. Dummerweise beherbergt diese Anlage auch Schutzanzüge und Katastrophenhilfepakete, welche für die Überlebenden sehr nützlich wären. Dann gehen wir mal rein. Wir hatten Kontakt, als ich den Funkverkehr wiederhergestellt hatte. Bergen Sie alle Katastrophenhilfepakete. Elektrozaun. Aha, ich sehe schon. Haut ganz schön rein, ne? Schwer. Ich finde das. Am Anfang des Spiels habe ich noch gesagt, ich finde das Truhen-Knack-System hier besser als bei Seven Days to Die. Und finde ich auch immer noch. Aber trotzdem wird es dann auf Zeit lästig. Auf Dauer wird es echt lästig. Ich habe gesehen, es gibt Mods. Damit kann man das System entfernen. So dass man quasi alle Truhen einfach so öffnen kann. Den Schritt möchte ich aber eigentlich auch nicht machen, weil das ist dann schon fast schon wieder cheaten, ne? Aber ich finde es echt lästig, ey. Wie seht ihr das? Spielt ihr mit dem System? Benutzt ihr Mods? Oder findet ihr das System gut? Findet ihr das System schlecht? Keine Ahnung. Könnt ihr mal ein bisschen Feedback da lassen. Zum Teufel ist hier denn passiert? Oh Gott, was war das denn jetzt? Xela, yo, gute Nacht. Ich mach den Tunnel noch und dann mache ich auch Feierabend. Liegen. Alter. Er wollte nicht nachgeben.
Was zuckst du? Der zuckt noch. Ey, du, was zuckst du? Erstaunlich wenig hier. Ne? Wenn man weiß, wo die liegen, könnte man das sicherlich sehr, sehr schnell abfahren. Immer mal wieder wiederholen. Und dann diese Kisten, die gibt man dann alle beim Quartierwart ab, beim Quartiermeister und kriegt dann einen Haufen XP. Aber ich glaube, Stuffed Turtle geht immer noch am besten zu fahren. Weiß ich es aber nicht, ganz ehrlich, was besser ist. Stuffed Turtle oder das hier. Beides geht relativ fix, wie es mir scheint. Ja. Ich würde sagen, das war's dann erstmal für heute. Mache ich Feierabend. Und morgen kommt Monkey Island 5. Dann gucken wir mal nächste Woche, wann wir da Valheim anfangen. Und das nächste Mal, wenn es hier weitergeht. Da war, glaube ich, noch eine Quarantänezone. Den anderen Tunnel. Dann machen wir noch den Tunnel. Und starten dann wieder in die Hauptquest rein. Suchen uns mal den nächsten Stadtteil raus. Ja, Leute. Dann sage ich mal, danke fürs Reinschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß mit uns hier. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Und wir sehen uns dann halt das nächste Mal, ne? Inton und der Döskop sagen gute Nacht. Tschüss.